Kitty Winter Series war in den 70ern. Das heißt, jetzt geht's zum Qualifying. Top. Ja, diesmal auch Top-Bedingungen. Strahlend blauer Himmel. Zum ersten Mal, glaube ich, können wir die Regenreifen in die Ecke stellen. Aber ich will es noch nicht verschreien. Ja, auf jeden Fall schön, mal ein Wochenende mit Sonnenschein. Diesmal stehen wir an der zweiten Startreihe mit dem Mercedes GT4 zum ersten Sprintrennen der Joel im Auto. Unsere Caymans, ein bisschen weiter hinten, der Willi und der Michael. Aber wieder ein schönes Feld hier. Jamal ist schon Qualifying gefahren heute. Ja, laufen. Sehr gut. Also wir sind auf P5 gelandet am Ende. Starke Konkurrenz, aber ja, Maximum Attacke fürs Rennen und dann gucken wir mal. Ja, muss man sagen, SSR Performance für den DTM-Test hier mit dem Niki Team, HRT mit zwei Autos, der Jos Porsche, also wirklich bärenstarke Konkurrenz. Die Jutta Audi ist auch absolut auf Werksniveau unterwegs. Ja, da haben wir echt eine Aufgabe, aber hast du gut gemacht. Danke schön. Ich freue mich aufs Sprintrennen. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal wieder auf unsere GT4-Mission. Ja, da geht es ja wirklich um die Meisterschaft. Aktuell sind wir auf P2. Hinter Fossetti und auch der McLaren ist noch mit im Spiel. Also sehr, sehr spannend. Die Fossetti-Jungs haben jetzt auch ein zweites Auto dabei. Also wird auf jeden Fall interessant. Kann es sein, dass beim Wechsel irgendwie nicht neu eingelesen wurde? Das kann sein, ja. Hinten geht eh nichts mehr, kannst eh nur noch aufholen, von daher. Ich will nur ein bisschen dranbleiben, wenn es geht. Versuch dranzubleiben, wenn die Möglichkeit gibt, überholen. Ah ja, dann schon. Schauen wir mal zu dem Joel ins Auto. Joel, wie geht's dir? Soweit echt gut, aber ich glaube, meine blauen Augen sind bei dieser Sonne nicht gerade von Vorteil. Visier definitiv zu. Also ich habe schon alles mögliche an Ausreden gehört, aber blaue Augen noch nie. Attacke, Junge! Mach ich! Hast du auch blaue Augen? Ja, aber ich denke, dass es trotzdem auch eine gute Farbe ist, um vorne mitzufahren. Ja, aber hartes Qualifying heute gewesen, oder? Ja, sowohl für uns im GT4 als auch im GT3. Also das haben wir ja gerade eben schon gehört. Wenn man da schaut, wie die da arbeiten bei SSR Performance, da sieht man halt, dass das wirklich ein Test für die DTM ist. Echt Wahnsinn dann, auch eben für Jamo und von Kenneth da mitzufahren und ja, sich einfach mal wirklich zu messen, wo man denn steht. Von daher super für Jamo einfach mal zu sehen, was doch so geht im GT3-Bereich. Und für uns genauso eben auch schwierig. Wir haben, ja, wie sonst auch mal halt in den freien Trainings mit den gebrauchten Reifen getestet.
haben dementsprechend das Setup, so gut es geht, eben auf den Reifen abgestimmt und dann aber jetzt halt gemerkt im neuen Satz, dass die Balance sich ein bisschen ändert vom Fahrzeug, was eben passieren kann mit einem neuen Satz Reifen, dass dann eine, also entweder die Vorder- oder die Hinterachse ein bisschen besser oder schlechter wird. Dementsprechend die Balance nicht ganz getroffen im Qualifying. Joel steht auf 3, ich stehe auf 3. Und jetzt schauen wir mal. Meistens waren wir in den Rennen doch stärker als im Qualifying. Von daher alles gut durchbesprochen. Wir sind beide motiviert. Und jetzt schauen wir mal, was der Joel hier so treibt. Auch unsere Jugend, der Enrico und der Tim, Qualifying schon beendet. Der Tim darf jetzt, aber wie immer, ja, das Engineering jetzt auch übernehmen nebenbei. Aber haben sie echt super geschlagen, also es war auch richtig geil, da freue ich mich morgen auch auf das Rennen. Markus Kädlich, Robin Seebach und Günther Averer. Ein Herz und eine Seele. Ja, traumhafte Kulisse jetzt hier im Grip zur GT Winter Series. Richtig starke Konkurrenz. Sag mal, hab Spaß. Werde ich haben. Harte Konkurrenz diesmal am Start, aber du machst es schon. Hier kommt der Niki Thiel. Das hätte man vor 10 Jahren auch nicht gedacht, dass der Niki mal gegen uns fährt. Oder wir gegen ihn. Schon richtig stark. Viel Erfolg. Cool. Wir können das 5-mal wieder. Hola amigos, de Ravenol. Welcome to the GT Winter Series here in Valencia. Der Timmy mal wieder schneller hat er aus Rupis konnten. This is the sheet of GT4 and this is GT. So ist es mit den Profi-Rennfahrern. Hallo Mädels! Hallo, ja, so geht es. Morgen. Hast du auch schon Rupis konnten? Gestern ein paar, ja. Ein paar gleich? Mit Joel zusammen, ja. Oje, oje. Oje, oje. Ja, okay. Gelb. Marcel, wie läuft es bei dir mit den Groupies? Super. Okay. Also, alle haben Groupies. Der Dennis hat keine Groupies. Der Gruftis will, wollen die Groupies nicht. Kurz vorm zweiten Sprintrennen. Gleich geht's los. Timmy Racer, Enrico und der Marcel hauen jetzt gleich einen raus, hoffentlich. Mal gucken. Steht noch so einer rum. Joel hat auch einen Groupie, Pablo Escobar. Das ist der Groupie vom. Kommt Joel. Ja, ja. Ja, auf geht's in ein neues Rennen. Zweites Sprintrennen Valencia. Neues Rennen. Neues Rennen, neues Glück. Man muss uns verrückten.
Für wen bist du jetzt? Für deinen Bruder oder für dein Auto? Ich bin für, dass alle heil ins Ziel kommen. Ich auch. Klappt es? Ich gehe davon aus. Na, Willi, was sagst du? Ich denke auch, die werden sich schon geben. Der Chefdiplomat, ich bin natürlich für das Team. Also insofern alle hier auf die beiden Caymans. Ja. Aber sonst bleiben wir noch eine Woche hier, gell? Wenn die Autos kaputt sind, bleiben wir hier. Wir machen nichts kaputt heute. Okay. Alles heile. Und wir gewinnen. Das auch. Ich hab die 110. Wer fährt denn da? Der Enrico. Ah. Und wer steht da dahinter? Mein Bruder. Also, doppeltes Adrenalin, das ja, schauen wir uns das gleich an. Kann man so also, sagen. Ich bin echt gespannt. Beide haben einen Nagel im Kopf. Also hier kommt mal der Philipp Wisker. Da kommt der Marcel, der darf ein bisschen weiter vorfahren. Dann kommt der Timmy Racer. Spannung im Feld bei Top-Wetter, Sonntagmorgens. Hi. Letzte Worte, Enrico. Ich gebe mein Bestes wie immer. Attacke. Auf jeden Fall. Ganz, ganz viel Spaß und viel Erfolg. Dankeschön. So, dann schauen wir mal noch zum Timmy Racer. Der steht mal wieder vor dem Enrico. Wie fühlt sich das an, mal wieder vor dem Enrico zum Stehen? Ja, gut natürlich. Ja, ich hoffe mal, dass es im Rennen auch so bleibt. Ne? Die Jungs haben beide einen super Job gemacht. Ganz knapp. Eigentlich müssten sie auf dem kleinen Startplatz stehen. Bin jetzt gespannt. Timmy, ganz viel Spaß, viel Erfolg. Danke dir. Lass fliegen. So, dann gehen wir noch ganz schnell zu Marcel weiter. Diesmal rolle ich das Feld von hinten auf. Moin! Der Werner kommt mir wieder zuvor. Der Werner ist immer schneller wie ich. Ja! Alles Gute. So, Urgestein, Werner Eichinger, letzte Worte. Von Marcel noch dazu. Marcel, wie fühlt es sich an so? Gut, ja. Was machen wir jetzt? Da zwischendurch vorbei. Maximum Attacke. Marcel, viel Spaß. Danke.
nach einem erfolgreichen Sprintrennen gerade. Marcel hat gewonnen. Enrico konnte sich auch durchsetzen. Gegen Timmy Racer geht es jetzt weiter mit dem Endurance-Rennen. Wir starten wieder von 3. Der Hauptgegner, unser Essen, Martin, Kumpel, Kollege, steht vor uns. Steht nochmal ein Essen. Teamkollege, wir haben 2 Autos. Top-Kulisse, super. Zuschauer ohne Ende. Hallo. Macht der Joel das jetzt? Ich glaube schon, ja. Das, glaub, das wird wieder ein gutes Rennen. Ein bisschen Autofahren, ne? GT Winter Series, 5. Lauf steht an. Ja, mal gucken, was wir so reißen können. Diesmal mit 2 GT3. Den Mercedes GT4 wieder hergerichtet oder jetzt die nächsten 2 Tage herrichten. Deswegen sind wir schon ein bisschen früher angereist, um alle Autos wieder hübsch zu machen. Was ist denn für ein Tag heute? Montag. Also wir haben schon Montag. Donnerstag geht es erst los mit der Tracktime. Ja, morgen früh wollen wir hier gerne schon aufbauen und ja, damit wir wieder top vorbereitet ins Wochenende starten können. Ja, nachdem ja schon eine Woche vergangen ist und wir ja am Sonntag ein bisschen viel Action gehabt haben in Valencia, nach dem Rennen haben wir auch gar nicht so viel berichtet mehr. Erzähl mal noch kurz, wie ist denn gelaufen am Sonntag in Valencia? Valencia am Sonntag, ja. Erstmal mit den Caymans muss ich sagen, da lief es wirklich sehr gut in Valencia. Also gerade Michael und Wille, die haben einen sehr guten Job gemacht, speziell im Endurance-Rennen. Ja, so dass ja, ich sehr gut den Vorsprung verwalten konnte im Endurance-Rennen auf 1, Enrico sich auch bis auf P2 wieder vorarbeiten konnte. Der Mercedes GT4. Da kommt noch einer. Ja, der Mercedes GT4, Marcel hat sich ein geiles Battle geliefert mit dem Aston Martin. Ja, bis in die letzte Runde, wurde da leider von der Strecke gedrängt, ist auf P2 ins Ziel gekommen. Wurde dann aber nachträglich wurde noch ein Platztausch von der Rennleitung angeordnet, sodass wir das Sprintrennen gewinnen konnten. Ja, und im Endurance-Rennen lief es leider nicht ganz so gut. Es gab einen leichten Kontakt in der Startphase und weshalb genau das Auto dann wirklich heiß gelaufen ist am Ende, kann ich noch nicht genau sagen. Die Jungs haben schon mal nachgeguckt, ich weiß es nicht ganz genau.
ja, so dass wir da leider wieder mit einem Nuller bei dem Mercedes GT4 nach Hause gefahren sind. Ja, das Ärgerliche ist ja auch ein bisschen, dass wir den Schaden dann nicht so richtig eingrenzen konnten. Also das Auto ist vorne ziemlich stark beschädigt. Also Stoßstange, Kühler verbogen und so weiter. Und wir müssen jetzt eben erstmal analysieren, Auto zerlegen, gucken, was wir alles brauchen und hoffen, dass wir bis am Donnerstag das Auto wieder ordentlich ans Laufen kriegen. Also das wäre echt fatal ansonsten. Ja, was ich noch erwähnen möchte dazu, also auch der Enrico Förderer im Cayman hat einen richtig geilen Job gemacht. Also hat mir sehr gut gefallen. Der Junge hat sich richtig entwickelt. Von Rennen zu Rennen ist dann die Steigerung zu sehen. Ich glaube, das ist ein gutes Trainingsprogramm im Winter. Und ja, Cemo, erzähl doch du mal noch, wie war denn dein Sonntag in Valencia? Ja, mein Sonntag in Valencia war sehr gut. Dem Kenneth beim Sprintrennen zuzugucken, mega, also hat auch einen mega Job gemacht, auf P6 ins Ziel gekommen. Im Endurance-Rennen, ja, auch solide unser Ding durchgezogen, konstant gefahren. Der Kenneth mega Start gehabt. Auto heile gelassen, gute Pace gehabt, am Auto mich übergeben und dann auch zum Ende hin konnte ich mich mehr oder weniger immer weiter steigern. Ist am Ende P4 für uns geworden. Ja, an sich war der Tag echt gut. Ja, also dem stimme ich so zu. Bedingungslos und ja, die letzten Rennen waren wir ja ziemlich weit vorne immer. Aber auch diesmal habe ich von Anfang an gesagt, alles was besser ist wie P6 ist für uns wie ein Sieg. Wenn man gesehen hat, was da für eine Konkurrenz aufgefahren ist mit dem Niki Team SSA, für den DTM-Test HRT, mit zwei top vorbereiteten Autos, mit einer riesen Mannschaft, mit Ingenieuren, mit ich weiß nicht wie viel Satz Reifen Donnerstag, Freitag im Training. Da können wir nicht mitspielen, das lässt unser Budget einfach nicht zu. Da aber auch von unserer Stelle aus eine riesen Anerkennung und Glückwunsch an HRT. Die haben echt einen bildsauberen Job abgeliefert über das Wochenende. Da kann man nur mit einem leicht neidischen Auge immer so ein bisschen rüberblinzeln und gucken. Aber wirklich, auch den Job muss man erstmal so machen. Der Junge, wie heißt der? Fiebelhaus? Finn Wiebelhaus. Finn Wiebelhaus, ich glaube, den Namen muss man sich merken. Der hat auch echt einen tadellosen Job abgeliefert. Ja. Also da kann man nur gratulieren. Aber auch der Cemo muss sich da nicht verstecken. Top-Job, waren nur wenige Zehntel von den Rundenzeiten, die uns da getrennt haben. Da kann man aufbauen und von Cemo geht es ja darum, hier ein ordentliches Wintertrainingsprogramm zu machen. Ich glaube, das ist uns geglückt bisher. Und jetzt geht es weiter in Aragon. Wir sind heiß, hoffen, dass wir die Autos alle repariert kriegen. Jetzt haben wir Dienstag, Mittwoch zwei Reparaturtage und am Donnerstag sind wir hoffentlich wieder auf der Strecke. Wir berichten natürlich nächste Woche wieder. So sieht's aus.